Seit 2001 gibt es an der Hochschule Deggendorf die Studentencard. Sie war eine der ersten Hochschulen, die ein multifunktionales Kartensystem eingeführt hat und wurde von den Studenten gut akzeptiert. Jeder besitzt eine, sogar das Personal und die Angestellten. Das Besondere an dieser Karte ist, dass sie nicht nur als Studentenausweis, sondern unter anderem auch als bargeldloses Zahlungsmittel am Campus dient. Hier wird die Karte also gemacht. Der Prozess ist wie folgt. Wir erhalten den Benutzerantrag mit dem Foto des Studenten. Wir scannen das Foto ein, fügen in unsere Kartendatenbank aus der Studentendatenbank die persönlichen Daten hinzu, drucken dann die Karte mit unserem Zebra-Kartendrucker. So, jetzt ist die Karte auch schon fertig und wird jetzt ins Studienzentrum gebracht und der Student kann es dort abholen. Auf der Rückseite der Karte befindet sich ein Thermostreifen, auf dem die Gültigkeit aufgedruckt wird. Dies kann man im Verwaltungsgebäude an den dafür vorhergesehenen Terminals erledigen. Dann wird das alte Datum automatisch gelöscht und das neue aufgetragen. Auf keinen Fall sollte man jedoch selber versuchen, das Datum zu entfernen, sei es mit Spiritus, Radiergummi oder Hitze. Dies beschädigt die Karte nur. Ebenfalls sollte man die Karte vom Magneten fernhalten, da der Chip beschädigt werden könnte. Die Karte wird verwendet, um in der Mensa zu bezahlen und um im Copyshop zu bezahlen. Die beiden Bereiche sind voneinander getrennt. Geld vom Copyshop wird beim Copyshop aufgeladen oder eingezahlt, Geld von der Mensa wird bei der Mensa eingezahlt. Der Betrag, der eingezahlt wird, wird immer der Karte zugeordnet und dadurch steht der Karte mit der bestimmten Seriennummer eben zur Verfügung. Im campuseigenen Copyshop kann man seine Skripte ausdrucken und kopieren. Die Bezahlung erfolgt auch hier über das bargeldlose Bezahlsystem. Mit der aufgeladenen Karte kann man auch die meisten Drucker und Kopierer am Campus nutzen. Die Studentenkarte dient auch als Bibliotheksausweis an der Hochschule. Dank der Verknüpfung mit dem fest angelegten Benutzerkonto ist auch das Ausleihen nur eine Sache von Sekunden. Des Weiteren bekommt man mit der Studentenkarte auch Vergünstigungen außerhalb der Hochschule. Beispielsweise erhält man im Erlebnis Bad Ellipse beim Vorzeigen der Karte mittwochs ab 19 Uhr freien Eintritt. In Burger King Restaurants gibt es deutschlandweit bei Vorzeigen der Karte einen Studentenrabatt von bis zu 20%. Dieses Angebot ist leider nicht mit anderen Rabatten zu kombinieren. Auch Kinofreunde profitieren von der Studentenkarte. So gibt es in ansässigen Lichtspielhäusern wie etwa im Focus Cinema in Plattling Vergünstigungen bis zu 1,50 € auf die Kinokarte. Der Reifenservice Euromaster bietet einen Nachlass von bis zu 15% auf alle Artikel. Reifen werden somit auch für einen Studenten erschwinglich. Bei der Videothek Megamovie in der Industriestraße in Deggendorf zahlt man als Student für jeden ausgeliehenen Film nur 1 Euro pro Kalendertag. 50% unter dem Normalpreis. Auch die Barmer GEK Krankenkasse bietet ansprechende Angebote für Studenten. Ja, die Studentenkarte, die berechtigt Sie zur Teilnahme an unserem Assessment Center. Das Assessment Center ist ein ganz wichtiges Seminar zur Vorbereitung auf den Berufseinstieg. Denn oftmals reicht es den Arbeitgebern nicht aus, eine einfache Bewerbungsmappe zu sichten, sondern sie wollen die Kandidaten ganz einfach in echt und in live erleben. Das heißt, wir üben in diesem Seminar Mitarbeitergespräche, Präsentationen, Vorstellungen, dass sie auch da ein Gefühl für bekommen, wie wirken sich solche Assessment Center auf ihre berufliche Zukunft auch aus. In Bezug auf Datenschutz ist zu sagen, dass auf den Karten keine persönlichen Daten drauf gespeichert sind. Das Einzige, was da drauf gespeichert ist, das ist ein kleiner Speicherchip drauf, der 256 Byte Speicherkapazität hat. Es ist drauf die Nummer der Chipkarte und es ist drauf ein Betrag. Die Nummer, damit das zugeordnet werden kann und der Betrag, damit der eben immer zur Verfügung steht. Mehr ist auf der Karte nicht gespeichert. Wenn die Karte gestohlen, verloren, beschädigt oder funktionsunfähig wird, kann man im Internet mittels eines Formulars eine neue Chipkarte beantragen. Dieses gibt man bei Frau Damböck im Zimmer B203 ab, bei der man auch gleich die Gebühr für die neue Karte bezahlt. Unsere nächsten Anschaffungen werden sein, neue Terminals, um die Gültigkeit aufzudrucken. Da sind die alten Terminals ein bisschen in die Jahre gekommen. Somit bleibt die Hochschule Deggendorf auch weiterhin technisch auf dem neuesten Stand. Nur Geld abheben kann man mit dieser Karte leider noch nicht.